Ja, hallihallo. Herzlich willkommen. Ich bin Beate und hier in meinem Video geht es ums Handarbeiten, ums Nähen, Stricken hauptsächlich. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr euch auf die nächste Folge freut. Es zeigt mir zumindest viele, viele Kommentare, über die ich mich super freue. Das ja, ist für mich völlig unerwartet, dass so viele Menschen sich interessiert, was ich so mache, was ich handarbeite, die das gut findet, die das mögt, wenn ich das erzähle. Ja, denen gefällt, dass ich mich das getraut habe hier vor die Kamera. Es motiviert mich unheimlich weiterzumachen. Es motiviert mich auch unheimlich, ja, meine Sache weiterzubringen. Es motiviert mich ungemein halt. Ich sage danke, super lieb von euch und freue mich auf vielen, vielen weiteren Austausch. Jeder Kommentar, jede Mail von euch, jede Reaktion, das freut mich einfach. Und ja, so bin ich jetzt heute wieder da und erzähle euch mal wieder, was ich in den letzten Tagen so Kreatives vollbracht habe. Genau. Okay, Kommentare. Nee, da fällt mir ein, ich möchte noch auf einen Kommentar besonders eingehen. Das habe ich der junge Dame oder der Frau oder wie auch immer geschrieben. Und zwar hatte sie mir kommentiert, dass ich in meinem ersten Video ja gesagt habe, ah ja, man soll ja nicht so, also man soll ja seine Fehler nicht oder nicht auf seine Fehler zeigen. Und also ich denke, das kam total falsch rüber, weil was ich gemeint habe, ist einfach, dass man jetzt nicht nur mal explizit so darauf hinweisen soll. Also wenn ich was gestrickt habe oder genäht habe oder wie auch immer, dann soll ich einfach das annehmen können, wenn es schön aussieht und auch mal so über Fehler einfach hinwegschauen und nicht sagen, ach guck mal, da Hanne, wenn jemand sagt zum Beispiel, ach das ist schön, hast du gut gemacht, dann nicht zu sagen, ja, aber guck mal hier, da Hanne ist noch das und siehst du das stimmt ja gar nicht, ja. Also einfach da, ja, so drüber, ein Stück weit drüber zu stehen oder zu sein, also nicht immer die Fehler so zu zeigen oder nicht zu zeigen, also zu zeigen meine ich nicht, dass man nicht sagt, ja stimmt, da habe ich einen Fehler gemacht, wenn es jemand auffällt, aber dass man nicht immer so explizit darauf hinweist. Und ja gut, im Video natürlich manchmal, ich denke, das ist schon so, wenn ich dann Fehler mache, mich das selber irgendwie stört, dann sage ich schon, guck mal, da habe ich das gemacht oder jenes. Aber jetzt bei dem Zweig war es genau, der Zweigswetter, da habe ich in dem Lesmuster wirklich einen kleinen Fehler einbaut und eigentlich sieht es gar nicht, auch nicht aus wie ein Fehler. Ich habe halt die Verzopfung, ich glaube nicht über, man macht sie nur mit einer Masche und ich habe sie, glaube ich, mit zwei gemacht. Und ja, das ist mir erst hinterher aufgefallen, dass das eigentlich falsch ist. Aber ein richtiger Fehler, ja, okay. Also ich finde es okay, mir gefällt es. Ja. Und natürlich finde ich das auf jeden Fall, auch wenn man so Fehler macht als Mensch, muss man auch unbedingt dazu stehen, ganz klar. Aber ich weiß halt, als ich damals mit dem Nähen angefangen habe, es war noch eine Zeit wirklich, wo die Leute dann herkommen sind, wenn du gesagt hast, ah, das ist selber genäht, ach, zeig mal, so innen drin, wie das versäubert ist, ach, das ist ja gar nicht, ja, so ganz sauber da drin. Jetzt mal ehrlich, Leute, wer geht zum Beispiel zu H&M oder, sorry, nee, nicht H&M, vergesst. Bei einem industriell gefertigten Teil geht keiner hin und dreht es nach innen und guckt, wie das versäubert ist oder ob da alles stimmt oder egal welche andere Kette oder welcher Hersteller das ist. Es geht niemand hin und wird sagen, oh guck mal, das ist ja schlecht versäubert oder innen nicht richtig verarbeitet. Ja, das wollte ich damit sagen, dass man da einfach auch mal die Sache so
stehen lassen kann, zu sagen, okay, das ist jetzt zwar nicht 100%, aber ich muss das auch nicht sagen, guck mal, da ist jetzt irgendwie. Und sagen, nee, für mich ist das gut, das ist okay. Ich hoffe, das ist jetzt so einigermaßen rübergekommen, wie ich das meine. Und ja, ich hoffe es. Okay. Was ich genäht habe, seht ihr ja schon. Es ist fertig. Mein Sarah-T-Shirt mit den süßen Flamingos. Mal aufstehen. Einmal umdrehen. Oh. Und ich finde es toll. Ich liebe es. Zieh es gern ein. Mir gefällt die Farbe. Ich habe mir noch überlegt, ob ich hier oben. Ja, weil das ist ja so ein. Aus dem T-Shirt-Stoff. Ihr seht, einfach hier mit der Overlock das so dran genäht. Und ich habe mir noch überlegt, ob ich das auch hier mit der Zwillingsnadel so noch absteppe. Aber habe mich dann dazu entschieden, es doch nicht zu machen. Weil ich finde, ja, wenn ich dann nicht ganz genau den gleichen Farbton habe. Hier unten habe ich es mit Weiß gemacht. Ups, seht das? Und hier oben mit Weiß kann ich es ja nicht machen, da muss ich mir extra einen Garn kaufen. Habe ich gedacht, nee. Weil hier wäre es ja dann auch so, dass ich dann bis hierher müsste ich es dann mit dem Flamingo-Farben machen und hinten dann mit Weiß. Und das war mir irgendwie zu umständlich. Ich habe gedacht, nee, das liegt auch so schön an und ich lasse es mal. Ja, am M-Tag. Ich habe mir auch Notizen gemacht. Wo gehe ich gerade mal weiter? Ach so, ich habe noch einen Kommentar vergessen, wo ich noch was dazu sagen wollte. Da hat auch jemand kommentiert, ob ich nicht mal mein Stash zeige, Woll. Oder würde es gerne mal sehen, mein Woll- und Stoff-Stash. Nee. Zumindest nicht alles auf einmal. Erstens ist das im Moment alles total unsortiert. Ich habe schon befürchtet, dass so eine Bitte mal kommt. Im Moment ist es etwas chaotisch. Meine Wolle ist da verteilt und dort verteilt. Und die Stoffe weiß ich im Moment gar nicht recht, wie ich sie in einen Schrank reinkriegen soll. Deswegen versuche ich im Moment auch relativ viel zu nähen, damit ich da auch mal reduziere. Genau. Übrigens ist am Samstag hier bei uns in der Nähe Stoffmarkt. Samstag, der. Wie viel ist das dann? 26. 25. Ich weiß nicht, irgendwann Ende Mai. Genau. Ja. Da kommt vielleicht dann auch wieder ein bisschen was dazu. Vielleicht. Mal sehen. Vielleicht auch ein bisschen Zubehör. Brauchen wir ja auch immer wieder. Und. Ja, zurück zu dem Zeige. Ich denke, ich zeige euch einfach immer mal wieder was. Also ich werde das nicht irgendwo die Kamera draufhalten. Schaut, das ist mein Wollstash und schaut, das ist mein Stoffstash. Sondern ich werde halt immer mal wieder zeigen, das habe ich und das mache ich jetzt da draus. Oder ja, also so auf die Art und Weise habe ich mir das gedacht. Oder vielleicht auch mal irgendwelche Stoffe dann kurz bevor ich sie verarbeite. Oder wenn sie dann verarbeitet sind, dann seht ihr das auch. Ja, jetzt zurück zu dem T-Shirt, zu der Sarah. Ich habe die Sarah genäht und dann, sind wir glaube ich einen Tag später oder so, oder zwei Tage, ich weiß nicht, sind wir dann nach Gerlingen. Das ist ja auch bei mir in der Nähe von Stuttgart, gefahren, aufgrund von einem Artikel in The Knitter, der Zeitschrift. Da war ein Porträt drin von dem Baumarkt für Frauen. Ich hatte das schon mal vor ein paar Jahren davon gehört, habe es aber nie hingeschafft und wie war immer irgendwas. Und jetzt war gerade ein Tag, wo eigentlich ganz geschickt war und dann bin ich mit meinem Mann zusammen
dann dahin gefahren. Ja, haben uns dann noch, sind dann nachher noch eine Kleinigkeit essen gegangen, haben es uns ein bisschen gemütlich gemacht. Aber zuvor habe ich da drin in dem Laden ein bisschen gestöbert. Es ist ein Laden wirklich, ja, in der oberen Etage alles mit Wolle voll, in der unteren Etage alles mit Stoffe voll. Und das war so ein bisschen da rein, dass ich dachte, oh, ich weiß jetzt gar nicht recht, wie und was. Ja, habe halt einfach ein bisschen rumgeschaut, habe dann auch gefragt, ob ich filmen darf. Und habe so ein ganz kleines Filmchen gemacht von, ja, wenn es viel ist, 2 Minuten. Wenn ich es technisch hinkriege, dann hänge ich euch das hinter dran. In dem einen Teil stelle ich dann auch noch so blöde Frage, wo ich gefilmt habe, oh, haben Sie das alles selber bestellt oder einkauft? Ich dachte, Beate, was für eine blöde Frage. Natürlich wird die Inhaberin ihre Ware ordern und das bestellen, aber okay, manchmal da denkt man einfach nicht von A bis B, sondern redet halt irgendwas. Und ja, eigentlich blöde Frage, aber okay, sie kauft die Sache selber ein und schaut es euch einfach an. Also es sind hauptsächlich, was Wolle angeht, ist es hauptsächlich, ich glaube, industrielle, also das meiste. Aber es sind schöne Sachen dabei und schöne Anregungen und sie hat es auch farblich sortiert, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja, also wenn ihr mal in der Gegend seid, es lohnt sich da mal reinzuschauen. Alles auch ungesponserte Werbung übrigens, gell? Dass da jemand irgendwie falsche Gedanken kommt. Okay, aber ich habe erzählt von meinem T-Shirt, von der Sarah, dass ich das genäht habe und dass wir dann dorthin sind. Und wir sind als erstes unten rein in die Stoffabteilung. Und was sehe ich da? Oh, da habe ich so einen Stoff gesehen, wo ich dachte, oh, ja, so schön, gefällt mir. Glitzer, mal nicht pink, es geht auch anders. Es geht auch türkis und blau. Und habe mir den Stoff gekauft und auch dann eigentlich am selben Tag noch dieses T-Shirt genäht. Das gleiche wieder, Sarah. Und jetzt Achtung. Libellen. Punkte. Hinten habe ich dann nur den Punktestoff. Jetzt auch nochmal bügeln können, gell? Naja. Aber ich finde den so schön. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, dass die Libellen glitzern. Jetzt, ich habe den Gouache, also ein bisschen ist vom Glitzer leider was abgegangen, aber ich denke, man sieht es noch. Ich finde es so schön. Also der musste mit und er ist auch echt ein schönes Shirt wieder draus war, meiner Meinung nach. Also so langsam bin ich dann wieder mit T-Shirts eindeckt. Ja. Okay. Das war mein. Oh, muss ich mal gucken. Ich glaube, das war das Nähthema erstmal. Nee, nachher kommt noch was mit Nähen. Aber ich habe natürlich auch was einkauft dort, ja, außer dem Stoff. Und zwar wolltechnisch. Zeige ich euch. Also sie hatte da ein Modell hängen, das ich echt ganz interessant fand. Jetzt knistert sich die Sache auch vorher raus, wenn wir können. Greifen. Und zwar war das so ein Sommer-Shirt. Und das sind im Prinzip nur zwei so Rechtecke. Ja, ich mache jetzt einen Kreis, ja, es wird dann halt zum Kreisschluss, also im Prinzip so wie hier, so Rechtecke, die gestrickt werden. Eins für unten, ich kann es halt schlecht erklären, und eins für oben, das dann hier so ein Krage bildet. Also ich habe ein Bild gemacht, wenn ich es irgendwie schaffe, hänge ich es euch auch dran. Das ist ein Modell, wo sie sich selber ausgedacht hat. Und das ist so, also ein sommerliches Top. Und dazu habe ich mir dann diese, das eine ist ein bisschen aufgedröselt, diese 5 Stränge gekauft. Grau-weiß.
Das ist Bamboo Soft Lotus Yarn aus China. Okay. 100% Bambus, 100 Meter Lauflänge auf 50 Gramm. Und das ist so richtig, fühlt sich so richtig weich und auch irgendwie kühl an, ja. Und davon möchte ich das untere Teil stricke, dieses Rechteck. Und oben, dieser ja, Krage, der dann praktisch so rüberläuft. Dafür habe ich mir das Sandnessgarn gekauft. Das ist ein Baumwoll-Viskose-Leinengarn. Das ist jetzt relativ dünn. Ja. Aber das ist ja egal, weil man strickt ja die beide Sachen unabhängig und näht sie dann hier zusammen. Also wie gesagt, ich hoffe, ich kann euch das Foto irgendwie einblenden. Dort ist es in Blautöne und ich werde es mir irgendwann dann mal in diesem sommerliche Weiß-Grau anschlagen. Ja, aber vorher war dann andere Sache angeschlagen, weil ich möchte unbedingt jetzt mal den Starting Point anschlagen. Ja, aber ich möchte gerade zu viel, ich möchte viel zu viel und verzettel mich dann, komme nicht richtig weiter und ja. Also, schauen wir mal. Also, das habe ich gekauft und dann habe ich nur einmal dieses Schulana Printi mercerisierte Baumwolle. Das sind. Was steht da? Lauflänge 50 Gramm, 75 Meter. Also, ist wie so ein Art Bändchen. Und das hier Gedifra Elba Color. Da klebt jetzt der Preis drauf auf der Stelle. Nee, das ist 100% Baumwolle. Und die Zweigknäuel, also die werden extra verarbeitet. Da habe ich so ein kleines Täschchen bei ihr gesehen, gehäkeltes. Und das fand ich so süß. Und habe gedacht, das probiere ich mal aus. Einfach mit feste Masche häkeln. Und dann vielleicht innen noch einen Stoff dagegen näher, Reißverschlusstäschchen. Fand ich süß. Wollte ich irgendwann mal ausprobieren, wie das aussieht. Und da habe ich dann die beiden noch mitgenommen. Ja. Also das war mein Besuch im Baumarkt für Frauen. Genau. So, nochmal ein Blick da drauf. Taschenhäkeln, ja. Okay, dann gehe ich immer mal zum Stricke über. Gestrickt habe ich. Ah, nee, ich habe noch was zum Nähen. Und dann zeige ich euch das Gestrickte. Und zwar zum Nähen. Denn das habe ich gestern genäht. Ein bisschen ausgeformt. Ich habe mir das da selber mehr oder weniger überlegt. So ein bisschen Grundanleitung. Und dann ist dieser Projektbeutel entstanden. Und zwar finde ich diese. Oh, wie heißt es? Fällt mir es nicht ein. Pink Hazelbacks, genau. Die finde ich so toll. Und so habe mir das dann so angeschaut und dann habe ich gedacht, Mensch, wie könnte man das selber irgendwie hinkriegen, so ähnlich. Und da ist dann das hier entstanden. Ich habe mir dann auch so Lederriemen, also das ist echtes Leder, organisiert. Und habe so ein bisschen geschaut, wie die so aussehen. Ich meine, genauso ist es jetzt nicht. Das ist nur ein bisschen daran angelehnt bei ihr hier noch. Also da ist das so zum Zuziehen. Und ich habe nur einen Tunnelzug gemacht. Und der ist einfach auch rund. So ein Kunstleder. Oben der so ein Canvas-Stoff und oben dünn hier ein Baumwollstöffchen. Zeige es euch mal innen drin. Und ein Projekt raus. Naja, ich tue es erstmal zur Seite. Innen drin ist dann so ein gelber Streifenstoff und unten der Boden ist auch noch mal dieses Blaue. Dann hier der Tunnelzug. Das kann ich so ziehen. Und was ich halt toll finde, genau wegen dem Lederriemen,
dass man das praktisch sich so um den Arm hängen kann. Seht ihr? Und dann habe ich meinen Projektbeutel rein. Theoretisch könnte ich dann sogar während dem Laufe stricken. Ich meine, das mache ich jetzt nicht, das ist nicht so meins, aber man kann es hier so transportieren. Finde ich cool. Ja. Steht halt jetzt hier immer nach oben. Ich wollte es eigentlich erst, dass es nach unten geht. Aber gut, man könnte es auch so umdrehen und dann geht es nach unten. Man nimmt es sich hoch, wenn man mag. Also da werden auf jeden Fall noch mehr davon entstehen. Den Kunstlederstoff, den habe ich, glaube ich, entweder mal bei Snapply, www.snapply bestellt. Da kaufe ich öfters mal ein. Oder bei Alles für selber machen. Kann auch sein. Also gerade so Taschenzubehörsachen haben die schon einiges und das kann ich euch echt empfehlen. Ja, das habe ich, den habe ich im Stoffgeschäft hier vor Ort. Und den blauen weiß ich gar nicht mehr hier oben. Das Gelbe war auch Stoffgeschäft vor Ort. Ja. Den Beutel, da habe ich jetzt keine Einlage reinbügelt. Habe ich mal ohne gemacht, weil das ja schon ein gutes Stand hat. Aber beim nächsten werde ich vielleicht oben doch eine Einlage rein. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal ausprobieren. Vielleicht nähe ich es auch nur so zwei Seiten, dass ich es wirklich hier so durchziehe. Ach ja, was ich eigentlich auch noch machen wollte, aber das war vor lauter. Ach, ich möchte es jetzt endlich mal ausprobieren. Wie wird das? Habe ich das dann. Ups, da habe ich was aufdrinnen müssen. Fade. Habe ich das dann vergessen. Eigentlich wollte ich noch eine Innenreißverschlusstasche reinmachen hier. Ich habe es total vergessen und wenn es natürlich schon zusammengenäht ist, geht es nicht mehr. Aber das ist was ich dann auch reinmachen möchte. Jo, das zu meinem Projektbeutel. Dann zu meinen Stricksachen. Ui, 22 Minuten schon. Oha. Bei meiner Anemone ist ein bisschen was weitergegangen. Anemone ist dieses Top oder sommerliche Strickpulli. Ja, das sieht man, glaube ich, ganz gut. Von Vera Velimäki. Weit bin ich noch nicht gekommen, aber ein bisschen was ist weitergegangen. Zumindest bin ich jetzt an dem Punkt wirklich angelangt, wo ich dann das stilllegen kann. Also hier muss man sich so vorstellen, das ist das Rückenteil. Und jetzt lege ich das hier unten still. Und hier werde dann Masche aufgenommen fürs Vorderteil, dass man da auf der Seite weiter strickt. Dann wird die Tiermasche aufgenommen, dann strickt man da runter, bis man hier ist. Das ist praktisch die Ärmel, also hier. Aber hinterhalt, nicht vorne. Genau. Und das strickt sich so super. Ich stricke das auf Zinknadel, da rutscht es auch echt gut. Und die Wolle ist Hedgehog Fibers, das ist die Originalwolle. Und ja, ist einfach auch traumhaft weich. Ich mag die Farbe halt auch. Aber ihr seht, ich kann auch in Blau, nicht bloß in Pink. Okay. Nächstes Strickstück, wo ein bisschen was weitergegangen ist, habt ihr ja letztes Mal auch schon gesehen, ist die Prinzessin. Nach der Anleitung von Ocean and Yarn. Ihr seht, ich habe jetzt extra nachträglich noch einen Progress Keeper reingehängt. Da war ich das letzte Mal, wo der Progress Keeper ist und das Stück ist dazugekommen. Ja, und das hier ist ja auch so was, wo ich gesagt habe, habe ich Fehler gemacht. Also da, ja, hier seht die Beule. Und hier auf der Seite, wundert euch nicht, ne, dass man da so die Fäden sieht, die hier hochlaufen. Ups, sieht man es? Ja. Sieht ja gar nicht schön aus, aber das macht nichts, weil um das ganze Tuch wird ja später noch so eine Rüschenkante angestrickt und dadurch verschwindet es, wenn man dann ja da Masche aufnimmt und dann sieht man das gar nicht mehr. Und deswegen hat mich das auch jetzt hier
an der Stelle, wo ich Fehler gemacht habe, nicht so gestört, weil ich denke, wenn dann die Rüschekante rankommt, dann fällt es überhaupt nicht mehr auf. Ich stricke das auf den Bambusnadeln 3,0. Genau. Gut, das rutscht ziemlich schlecht. Ich glaube, ich muss da mal andere nehmen, die besser rutscht. Also hier hinten drüber. Ich weiß gar nicht, was das für Marke ist. Das habe ich noch irgendwo mal rausgekruschelt, weil ich gerade keine 3,0er, so andere hatte. Habe ich die genommen. Aber dieses diese Baumwollmischung rutscht irgendwie nicht so gut über die Nadeln. Ja, ich komme da besser zurecht mit den anderen. Knit Pro. Ja. Ja, also die normale Knit Pro, die. Ach. Weiß nicht. Ja, das war das. Warte ich mal kurz. Fast eine halbe Stunde. Genau. Noch eins zum Stricken. Und da habe ich jetzt hauptsächlich dran gestrickt die letzten Tage. Es gibt manchmal so Sachen, da möchte ich dann gar nicht aufhören. Und das war so. Da hat ja dieser, ich glaube, Olli hat das mal erzählt, dass der Call startet. Wo ist das hier? Von Fritzi. Ne, der Call ist von Susanne von dem Podcast Farbenspielerei. Und das Schnittmuster, die Strickanleitung ist von Fritzi Kreativ. Und das ist das Muster Persika, also das Tuch Persika. Und das strickt man im Call. Und da habe ich dann auch angefangen mit dem Bobbel von der Garnmanufaktur Lola. Habe ich euch letztes Mal auch gezeigt, das seht ihr schon. Schon geschrumpft, gell? Von dem Blau ist gar nicht mehr so viel. Es kommt jetzt bald in das Grau rein. Und das strickt sich so toll, das flutscht mir auch so über die Nadel. Und das Muster ist so eingängig, also so leicht. Jetzt zeige ich es euch mal, wie weit ich schon bin. Na? Ups. Drauf. Bisschen zusammengeknuddelt. Ja, das zieht sich. Also ich habe das jetzt ziemlich zusammengeknuddelt hier in meiner. Ah, schön luftig, gell? Sieht man so richtig durch. In meiner Tasche drin gehabt. Aber ich finde es toll. Also da habe ich schon weitere Bubble im Kopf, die ich dafür nehmen kann. Strickt sich schön mindless und ja. Ich habe das hier reingequetscht in so eine Tasche. Und zwar war das mal so eine Kosmetiktasche. Da habe ich es einfach mit rein, weil ich finde, da passt der Bobbel einfach so gut rein. Da ist der aufgehoben. Zack. Da. Und dann das daneben. Knuddel ich es wieder rein. Ach, das stricke ich übrigens auch auf Zinknadeln. Ne, stimmt nicht. Nicht auf Zink, stimmt nicht. Auf Haya Haya. Oder hier, hier, Haya Haya. Genau, die Stärke. Oh, was ist? Haya Haya Sharp 3,5er. Ja. Das sind die einzigen Haya Hayas, die ich habe. Und 3,5 ist einfach meine Nadelstärke. Ich stricke das meiste mit 3,5. Denn die Anemone, das Shirt übrigens auch 3,5. Ja. Also das ist für mich so das Gängigste. So, jetzt nochmal einen Blick nach rechts und links. Ziemlich genau 30 Minuten. Ah ja, eins zeige ich euch noch schnell.
Ich habe ja gesagt, dass ich von Ocean Yarn Päckchen bekommen habe. Den einen Bobbel hatte ich euch auch schon gezeigt und dass da einer falsch geliefert wurde. Und es war überhaupt kein Problem. Das wurde ganz unkompliziert umtauscht. Den anderen konnte ich dann zurückschicken. Den neuen habe ich bekommen. Jetzt zeige ich euch nur schnell den neuen, weil ich finde den so schön. Und das wäre bestimmt auch was für so ein Persikatuch oder ja, einfach ein schönes Tuch. Achtung, ich finde den so schön. Und da haben wir dann die Mischung zwischen Rosa und Blau. Aber es ist auch noch so ein Gelbton oder Sonnenton. Ist der nicht super? Nennt sich Sommerglück. Auch vierfädig, 1000 Meter, 50% Baumwolle, 50% Polyacryl. So, der kommt jetzt auch erstmal in mein Stash. Den ihr so peu à peu mal zu sehen kriegt. Ja, soweit. Mehr habe ich jetzt nicht zu erzählen. Ich denke immer, oh, ich habe gar nicht viel. Und dann ruckzuck die halbe Stunde um. Ich hoffe, ich gehe nicht zu schnell durch, aber ich weiß auch immer nicht, was ich so alles sagen soll. Und immer nur Nadelstärke da und das und jenes ist vielleicht auch langweilig auf Dauer. Wenn ihr Frage habt dazu, denn wenn ich irgendwas nicht gesagt habe, was euch interessiert, fragt, könnt mir gerne entweder Mail schreiben oder schreibt es in die Kommentare. Ups, hoffe Lautstärke ist okay wieder und auch das Technische. Ich hoffe, ich kriege die Bilder hinter, beziehungsweise das Video hinter drin, vielleicht auch das eine Bild rein. Wenn nicht, werdet ihr das merken. Ja, noch irgendwas? Nö, ich glaube nicht. Nee, für heute nicht. Ja, irgendwann zeige ich euch auch mal meinen Hund, wen es interessiert. Weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe. Keine Ahnung. Ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Genießt die Zeit, lasst es euch gut gehen. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Also Hecken und alles und so, das habe ich auch immer. Ich kann das ja wegen ein paar Zeit. Ja, das kenne ich. Wenn man Zeit hat, kann man das gut machen. Ja. Okay. Ich kenne das auch. Vielen Dank. Tschüss. Okay. Blau-grün. Total schön. Ja, genau. Und lila natürlich. Das ist echt ein Farberausch. Ja, das stimmt. Man weiß man gar nicht, wo man als erstes hingucken soll. Sucht alles sie aus? Ja. Ah, genau, Schuppel. Oh, edles Weiß und Grau. Auch toll. Mensch, da habe ich nur so top gesehen, da muss ich auch mal gucken. Und natürlich der Röwiken, gell? Das sind nämlich echt schöne, schöne Stoffe. Danke, gebe ich mir auch die Mühe beim Aussuchen. Ja, und die Wolle muss ich nachher auch noch finden. Du kommst nicht drauf, Thomas. Gut. Schöne Nähmaschine. Und tolle Fertigpackungen haben sie auch da. Habe ich schon gesehen. Ja, das stimmt. Auch für die Projekttasche, gell?
Ja, auch. Das entsteht einfach manchmal so. Ja, ja. Das ist auch ganz süß hier. Das habe ich vorher schon. Ups, das habe ich vorher schon gesehen. Eigenkreation mit Nähmaschine drauf. Und Utensilo. Ja, ja. So schöne Sachen. Hier wird genäht. Genau. Kreativsitz. Am Loop. Haben Sie Ihre Socken schon gestrickt? Ja.